So, wir kommen hier zum Spiel Faculty gegen Denial Esports. Und ich habe mir zwei Kommods geschnappt, die ich jetzt mal begrüße. Hallo, ihr beiden. Hi. Hi. Kommt ihr vom GoTV? Ich bin schon drauf. Sehr gut. Boah, MP. Live gerade sogar. Ja. Echt? Dann schick mal schnell hier Hast eine. du doch selber reingeschickt. Also, für alle, die es noch nicht gehört haben, Ach Struxi so. und Stuffhouse jetzt hier mit mir am moderieren. Dachte, das war die Voice IP. Und erste Map wird Cash sein, wir sind live in der Pistol. Faculty als Terror. Was glaubt ihr, was Ren hier macht? Ja, ich bin natürlich mal für die Deutschen, ne? Ja. Ich kenne die anderen nicht. Faculty muss gewinnen. Ja, zumindest ein Großteil, den kenne ich auch nicht. Kenne nur Ich kenne Kiko. diesen. Ja, Kiko kenne genau, ich. den kenne ich auch. Das ist aber nicht der Brasilianer, ne? Da gibt es Ne, ja nur ne. zwei. Aber ich habe das auch Source gespielt, oder? Hm, das kann Ja. sein. Ich glaube sogar bei Dynamic, aber der war Noob, glaube ich. Aber jetzt noch Headshots. Boah! Sieht nicht gut aus, Faculty. Ja, keine Ahnung. Der Map Aber man weiß kann mir, noch nicht, glaube wie ich, viel nicht so Faculty viel trainiert sagen. hat auf der Map. Ja. Ja, doch, Faculty kann die ja ganz gut, sagt Simon immer, aber Ja, du weißt ja nicht, was die ich bin Amerikaner jetzt hier machen. nicht so der Insider auf der Map, weil wir haben ja nicht hier sehr gespielt oder so. Ich habe die höchstens mal in der Ladder gespielt. Also habt keine Erfahrung auf der Map jetzt? Ich schon, Ja, aber ich weiß ja nicht, wie die Amerikaner die trainiert haben. ja. Also wir kennen natürlich die Map, aber jetzt keine Ahnung. Jetzt nicht so, dass wir irgendwie die geprackt hätten oder Ja, sowas. ja. Ah, mal gucken, was Faculty hier noch auspackt. Unter der Saison konnten sie, glaube ich, beide Spiele sogar gewinnen am Cash. Also lag ihnen gar nicht so schlecht. Ja, aber die Eco sieht ja auch schon ganz gut aus jetzt. Los, Eco. Gestern leider nicht gesehen. Jetzt schon Faculty, war wohl auch gut. Ja, sie hätten auf jeden Fall mehr draus machen müssen. Vor allem auf das 2 dann irgendwie unnötige Runden abgegeben. Aber Aber. die Curse haben heute auch gut gegen mitgespielt, oder? Ja. Hat mich auch ein bisschen überrascht. Oh, Simon, wie Oh, unlucky. Simon, so unlucky, ja. Warum kann Was er da passiert durch die ihm Fies nicht? werden? Oh, Asmo hätte da aber mehr machen müssen. Ja. Drei auf dem Spot gegen Simon und Asmo versteckt sich. Aber trotzdem ganz gut, der Eco. So, Faculty gekauft. Ja, wenn sie die Runde gewinnen, vielleicht sogar Doppel-Echo. Bei Genial Gehen oder auf jeden Fall Denial. Das ist doch. Denial. Gehen auf jeden Fall schnell die Nein, Mitte an. okay. Boah, das ist wahr. Boah. Denial blockt aber extrem krass die Mitte. Wir wissen genau, dass es Aber der den Punkt letzten, den ist. nächsten müssen sie auch noch wollen, eigentlich. Ja, oh mein Gott. Ich glaube, ich Was ist krieg denn ihn das hier? leider nicht. Er hat ganz low. Oder? Krass. Also, Wir haben auch zu so viert die zu Mitte viert gespielt. Mitte, ja. Ja, das ist krass. Wir wissen auf jeden Fall, dass die Mitte entscheidend ist auf der Map. Habe ich so noch nie gesehen, dass er so extrem die Mitte geblockt wird. Ja, ich glaube, die haben nur zu zweit die Mitte gespielt, aber man kann ja von A schnell hinlaufen, ne? Also für mich sah das eher so aus, als kam da noch einer. Es waren auf jeden Fall drei Mitte, glaube Oder ich, drei, und ja, zu dann dritt haben sie es der gemacht, erste oder? ist halt direkt vorgelaufen, hat er geblockt. Also ich persönlich finde eigentlich den B-Spot auch ziemlich schwer zu halten, wenn man alleine als CT ist, so. Also, ich kann jetzt natürlich jetzt nur aus der Ladder-Erfahrung sprechen, aber. Ja. Ja, Ja. immerhin. Ja, gut, dass du es in der Ladder nicht schaffst, den B-Spot zu halten. Vielleicht kriegen sie Ah, ja. Sollten wir da einen sieht man Plan jetzt auch, hinkriegen? ne? Ja. Einfach ein bisschen drauf. Oh, schade. Da war Benny eigentlich drauf. Auch wenn er da halb angeflasht war. Smoke. Ach, schade, kommt da gleich Ja. sehr schön. Aber ja, wieder gute Eco. Vielleicht sollten sie einfach mal eine Waffenrunde auf B gehen. Ja. War jetzt zweimal gut. Mal schauen, was sie jetzt spielen. Dann denke ich nicht mal, A kann man auch gut splitten, aber wenn man halt nichts besprochen hat, ist sehr schwer, denke ich. Aber muss man über Mitte splitten, oder? Weil diese Tür ist doch Schwachsinn Ja, da. Tür ist schon schwierig, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich denke mal, Faculty wird es nicht machen, Nasplit, weil sie mit der eben so doll kassiert haben. Mal gucken, Doch, was sie doch. noch mal so herkaufen. Doch, sieht doch danach aus. Habe ich nochmal Mitte sogar. Ah, ne, sie splitten nicht, aber. Die machen Was siehst irgendwas, du? erstmal Drei Mitte sind direkt einnehmen oder Mitte. so. Drei sind in Mitte. Boah, Dizzy.
Oh, aber gute Nade. Und die sind First Trick. Nice. Da sind immer noch zwei in der Mitte. Mhm. Oh, schöne. Oh nein, er hat den Smoke nicht mehr losbekommen. Wir wissen, wo die Arme ist. Achso, oh, wo guckt er denn hin? Oh, wie er da reinkommt. Oh, wenn der aber einer ist halt neben ihm. Boah, er sieht die nicht. Was sieht denn? Oh nein. Schönen Schachtraum. Oh. Egal, hat immer noch den Frack auf genau. B gemacht, war perfekt. 3 gegen 3, das müssen sie holen. Simon ist jetzt irgendwie noch hinten dran. Boah, einer kommt schon direkt vom Schacht, der ist schon da. Aber es blinkt. Oh, oh mein Gott, Simon vielleicht lang gehen können. Ah ja, war da blind. Ah, sieht gut aus, die Runde. Oh, Simon muss halt den Frack jetzt setzen. Boah, er rechnet nicht mit ihm. Boah, jetzt hat er den gehört. Doch. Schön. Nice, Mann. Aber die Runde soll schnell sein. Nice. War es aber richtig glücklich, weil als da ein Aja aus dem Schacht gekommen ist, ist irgendeine Flash komisch auf den Spot geflogen. Der war einfach 4 Sekunden blind und konnte nichts machen. Die Runde entschieden. Ich glaube, Asma hat einfach die Runde gewonnen durch seinen Frack dann noch auf dem B-Spot. Ja. Nee, weil da ist er direkt hinterher gekommen. Der hätte auf jeden Fall die Runde gewonnen. Ja, aber 2 Sekunden nach Asmo halt, also hätte Asmo den Frack nicht gemacht, 2 Sekunden später wäre er tot gewesen, weil die Smoke gerade wegging und einer stand neben ihm. Ja. Also macht er den Frack dann nicht, ist es halt 4 gegen 3 und dann ciao. Und Faculty geht wieder Mitte. Na, diesmal. Die rennen durch die Smoke. Ah, er hat doch eine Eco in der Mitte. Nee, die haben gefaucht. Ja, aber Aya hat immer. Aber ich glaube, sie kriegt's auch gar nicht mit, dass die jede Runde zu dritt Mitte stehen, irgendwie. Ja, weißt stimmt, so aus. Ja, gehen. Also jetzt müssen sie es verstanden haben, langsam. Ja, wenn sie, also wenn sie jetzt nochmal Mitte gehen, dann ist echt komisch. Und das versucht er eh. Boah, nice, Alter, der war wichtig. Boah! Boah, no, war ja mit auf Dizzy. Ja. Nee. Ja, war Dark krass. Auf jeden Fall. War netter Turnaround so. Aber 2 Low von WKD. Oh, schöne Nade. Noch knapp, ja, 10 HP. Aber die Runde muss Faculty holen. Simon steht auch Benny gut. Benny muss clever rumgehen. Er darf nicht zu lange warten, weil sonst... Ah, Simon steht gut. Oh, nice, schöner Headshot, Mann. Oh, jetzt nicht dumm stehen. Ja, jetzt safe machen und dann ist EGG. Warum liegt aber... Liegt die offensiv? Aber wo steht Dizzy? Ja, ich glaube schon, oder? Ja, die liegt offen. Ja. Sehr gut geplantet. Ob das jetzt noch nötig war, reinzurennen? Ja, Dizzy geht auch down. Jetzt wahrscheinlich eh. Aber Dizzy geht auch noch down. Ja, aber also okay, die haben eh genug Geld, aber es kostet ja schon, ne? Mhm. Guck mal, Asmo hat nämlich nur 3,5. Halt bitter, dass dann... ...bei noch sterben. Die geht wieder Mitte, wa? Na, boosten auf jeden Fall immer ein. Oder? Ja, also wir haben sogar so doppelt geboostet. Ja, in der Garage, ja. Schau nicht. Boah, Kirby hat jetzt gesehen, dass es Eco ist. Ich hab's ja auch verstanden. Ah, ich weiß nicht, aber wieso gehen die jetzt? Boah, das ist gegen eine Eco. Ja, das war Dizzy. Also gegen eine Eco finde ich leichter, Mitte zu gehen. Aber Kirby konnte doch 3 am A sonst ansagen. Ja, stimmt. Ich verstehe nicht, warum man da das Tempo so rausnimmt. Okay, jetzt ist klar, jetzt hat man First Track, aber... Ah, guck mal, das ist nicht gut, jetzt noch B zu gehen. Ich meine, gut, das sind halt, die stehen halt jetzt zu zweit, aber gute Teams würden da zum Teil zu dritt oder zu viert jetzt schon dastehen. Wenn man so lange wartet. Ja, aber die Smokes anscheinend. Ich meine, die Runde geht jetzt eh auf Headshots. 2 Lobe-Effekte jetzt gerade. Aber auch einer nur noch 30 bei den anderen. Ja, aber ein Pistenschuss. Kiko kommt gleich über den Schacht. Kirby, soll man bitte sich verstecken? Er hat doch 1 HP. Ja, Mantis deckt dir den Schacht von anderen Seite. Aber Schacht ist eh zu, er hat das auf jeden Fall gehört. Ah, das wird Faculty auf jeden Fall jetzt klug machen. Alle auf eine Seite weggehen, dann verliert man vielleicht einen der Low HP Spieler, aber mehr auch nicht. Ja, machen sie auch gut. Aber da warten 3 Spieler und die hören sie gerade alle. Na, die werden gleich rumziehen. Könnten sogar mehr als 2 drauf hin. Oh, geht Kirby da nicht drauf? Ja, klar, Kirby stirbt halt von der Bombe. 3 sogar gestorben. 3 sogar gestorben. Alter Schwede. Aber egal, 3 Runden. Ja, man sieht eigentlich ganz gut aus, ne?
Die eine Runde in der Mitte blöd verloren und halt Pistol und die Aber jetzt mal gucken, wie die Amerikaner spielen, ob die wieder Mitte aufbauen und was Faculty machen. Haben die eine Arme, die Amerikaner? Nee, haben keine. Boah, die haben dick Low-Equip auch, ne? Die haben ein paar Farmers, sehe ich da. Faculty geht wieder Mitte. Ich bin trotzdem allein B. Wieder eine Auftritte. Oh, diesmal klappt's aber. Da sind natürlich immer noch zwei. Der eine ist nämlich so ein Support bei A. Der ist jetzt safe. Will ja nicht reagieren. Haben sie die Bombe? Benny auf jeden Fall mit gutem Spiel bis jetzt. Jetzt. Der hat zum zweiten Mal den entscheidenden Frag da gemacht. Er muss clever spielen. Einer oben am Cat am B. Können wir noch mit der Smoke? Oh. Boah! Boah! Sicker Frag. Ja, Alter, ich war bei dem Gegner in der Sicht. So, Schacht ist. Aber ich verstehe nicht. Benny hat gerade Schacht gedeckt und jetzt, wo sein Mate da ist, hängt er nicht mehr Schacht. Und er zieht halt. Okay, Kirby hat damit gedeckt. Oh, wer ist durchgekommen? Oh. Oh. Nein, Frag. Kann nichts mehr machen. Schöne Runde, Mann, vom Mantis. Und ist das eigentlich ein 10. oder 10-Map? Weißt du das einer? Ah, es ist schwierig. Ich glaube schon. Ich glaube, er hat Terror eher, oder? Ja. Die Mitte ist halt super machen. Krass. Wenn man die Mitte als Terror hat, hat man fast schon gewonnen. Ja, wegen schnell auf A und dann noch den Schacht halt. Aber ich finde, man sollte auch als CT immer zu zweit B und dann einen in den Schacht boosten, weil da hat man immer so eine Joker-Pose. Mhm. Auch wenn sie B oder Mitte kommen und hat halt zwei Sachen direkt. Ja, kann man auf jeden Fall spielen. Oh. Jetzt bauen sie Richtung A. Boah! Was? Hast du ihn gesehen? Ja! Ach du Scheiße. Das ging halt bei ihm rein, ne? Der Typ PC ist da. Oh, Daisy geht jetzt auch down. Oh, nee, das ist Alter, kommt weg. Aber hätte doch jetzt, sie hätten doch jetzt schon wieder schon längst A drauf sein müssen. Sie haben auf jeden Fall zwei gesehen. Immerhin gehen sie jetzt darauf und das nur Kiko. Irgendwie ein bisschen komisch, ne? Bei Faculty. Braucht ein bisschen lange, um da zu schalten. Oh, oh. Boah, er ruft sehr gut aus. Boah, zum Glück macht er den zweiten nicht. Wenn man jetzt nichts Dummes machen. Boah, schöner Headshot. Niemand spielt gut, Mann. Der dritte für Simon. Alter, one on one. Oh, 20 gegen 8, Alter. Der erste Schuss entscheidet. Oh, wir hatten eine Nate, aber. Oh, nice, lol. Alter. Krasse Runde von Simon mit 4 Frags. Die reingegangen? Noch oder wie? Hat er sie geschmissen? So knapp über Bande. So über die Kiste. Bande, ja.